Herzlich willkommen, liebe Freunde, zurück. Wir sind mal wieder am Stissel mit dem Histede. Heute ist mal wieder Dienstag, also Horizon Zero Dawn Dienstag. Ich bin euer Bombay, ich bin hier am Stissel mit der Pfeife. Heute im Kopf haben wir Melonen mit Eis, was weiß ich. Ich habe mir mal wieder einen schönen Drink gemixt. Ne? Heute haben wir Mr. Beam. Ja, und wir werden direkt auf Fortfahren gehen, denn ich habe mega Bock auf das Spiel. Achso, ich habe meinen Vapor natürlich am Stissel, der ist auch schon geladen, das Magazin ist drin und wir werden gleich den Abzug betätigen, oder ich werde gleich den Abzug betätigen, ihr habt da verständlicherweise wenig von und es geht los. Nora Gläubige, wir wollen beginnen. So Leute, da sind wir und ich habe ein bisschen die Befürchtung, dass die mich direkt jetzt voll labern. In der letzten Folge haben wir die Prüfung des Krieges. Halt, hör doch mal auf zu labern, Mann. Nora Stammmutter. Dankeschön. In der letzten Folge haben wir diese komische Prüfung dann gemacht, sind zum Krieger ernannt worden und Rost ist gestorben, Leute. Rost ist gestorben, gestorben durch die Hand eines Unbekannten, der den erst erstochen und dann in die Luft gejagt hat. Und wir werden der ganzen Sache im Laufe der Story sowieso von Histede, auf der Spur oder auf den Zahn fühlen. Wir werden rausfinden, was da so alles hintersteckt. Und ich habe mega Bock darauf, Mann. Ich habe richtig, richtig Bock darauf. Und ich weiß, glaube ich, was jetzt gleich passiert. Und darauf freue ich mich schon. Ah, ich bin richtig heiß, Leute, merkt ihr? Ah, darauf erstmal ein Drink. Ah, und immer wieder, ihr wisst, wir müssen unsere Ressourcen immer am Leben halten. Und deshalb wird hier jede Scheiße aufgesammelt. Und wenn noch so hässliche Zweige sind, die aus dem Boden ragen, oder eben so eine hässliche Kackpflanze. Oh, ich weiß, glaube ich, was passiert. Ja, ich bin mir ziemlich sicher. Das Problem ist nur, dass ich jetzt keine Gelegenheit habe, mir vorher mein Vapor reinzuziehen. Aber das macht auch nichts. Dann werde ich das eben ohne BSE machen. BSE steht übrigens für Bewusstseinserweiterung. Ignoriert sie. Ich muss durch das Tor. Und seit wann interessiert es mich, was ausgerechnet du musst? Das ist auch eine Stimme von Gossig auf jeden Fall. Seit ich eine Sucherin wurde, öffne das Tor. Du, Sucherin? Sind Tirsa und Jezza jetzt verrückt? Nicht so wie du. Schlimm genug, dass du bei der Erprobung warst. Wenn du verletzt bist, bringen sie dich in den Heiligen Berg, um dich zu heilen? Kein Wunder, dass wir verflucht wurden und unsere Kinder zu Grabe tragen müssen. Ich hab die Uhr nicht am Laufen, Leute. Kaum zu glauben, aber wahr. Ein Moment. Timer. Ja, jetzt haben wir schon 3 Minuten weg. Ich mach mal 27 Minuten. Ne? Das klingt fair. So. Pass auf, was du sagst. Du bist ein Niemand. Du entehrst die Toten. Ich persönlich finde das Härteste. Deshalb sagen wir das. Wie kannst du so herzlos sein? Ich kämpfte mit diesen Kindern. Schulter an Schulter. Rücken an Rücken. Ich sah sie sterben. Und jeder von ihnen als wahrer Nora hätte dir einen Pfeil reinjagen sollen. Rash, komm jetzt. Ruhe. Ich bin dein Kriegsherr. Und ich eine Sucherin, geweiht von den Erzmüttern. Also öffne das Tor und ich werde verschwinden. Je schneller du hier verschwindest, desto besser. Aber bei so Spielen finde ich das so schade, dass man die Leute nicht killen kann, diese NPCs. Das war bei Gothic immer geil. Man konnte jeden killen, den man wollte. Jetzt werden wir das erste Mal mit der Verderbnis konfrontiert, Leute. Also schön aufpassen. Was macht er mit ihnen? Er kontrolliert sie. Macht euch bereit! Also Verderbnis heißt... Was hast du hergelaut, du
Boah, Junge, ey, ich möchte den töten. Bitte darf ich den töten. Boah, ich schreibe gleich erstmal eine E-Mail an den Entwickler, dass ich den töten kann oder so, ey. Also, die Verderbnis ist so eine Art Virus, den die Maschinen unter sich haben. Der bringt Maschinen dazu, andere Maschinen kontrollieren zu können, beziehungsweise auch Menschen können so die Maschinen kontrollieren. Okay, erstmal die Kleinen. Passt auf die Läufer auf! Sie sind verrückt geworden! Boah, das... Wieso geht der direkt auf mich, sag mal? Boah, ich war... Ich hätte den vorher scannen sollen. Ja, alles klar. Habe ich mir schon fast gedacht. Keine Munition. Boah, ich muss ein bisschen reinkommen, Leute, ey. Die letzte Folge ist einiges her. Ich finde aber, ich sollte mich erstmal um die Kleinen kümmern, ehrlich gesagt. So, das war schon mal der. Ihr seht, mein Aiming ist gerade total am Boden. Und ich... Okay. Der geht total ab, der Dicke da, ey. Mein Gott. Boah, der war knapp. Aber wir können halt mit Hilfe, und das ist auch sehr, sehr geil in dem Spiel, wenn wir eben auf die Waffen schießen, die der da oben hat, dann fallen diese irgendwann ab. Und dementsprechend kann er die halt nicht mehr benutzen. Und es wäre schön, wenn der Punkt gleich erreicht ist. Weil... Wieso habe ich jetzt nicht geschossen? Boah, witzig, ey. Oh, wieso bewegt er sich so viel? Ich würde euch gerne demonstrieren, wie das Ding abfällt. Aber irgendwie macht es das gerade nicht so, wie ich will. Wieso habe ich nicht geschossen? Ich nehme mal Feuerpfeile. Aber ich mache vorher noch ein paar. Ja, der ist tatsächlich gleich tot. Boah, was wirft der denn da um mich, ey? Einfach einen Berg geworfen, ey. Okay, der ist gleich weg. Aber jo. Normale Pfeile. Ey, wieso trifft der mich so? Da ist er weg. Erledigt! Einer von ihnen unter den Mördern bei der Erprobung. Wie kann er... Was ist das? Zeig's mir. Sie haben sie gehorcht. Wie? Das. Damit machst du das. Ich mach mal meinen Vapor an. Verbindet sich mit dem Fokus. Kann ich das verwenden? Probieren wir es aus. Muss ein paar Drahtschlingen. Das sollte halten. Ich muss es nur noch testen. Aloy, wie hast du das gemacht? Tab, was machst du denn hier? Du bist ein Näher, kein Krieger. Ich verteidige hier Mutters Wacht. Aber mit so etwas hätte ich niemals gerechnet. Du tötest den Dämon und weidest ihn komplett aus. Die Kontrolle über die Maschinen. Ich glaube, ich weiß, wie es geht. Ich will es an einer Maschine testen. Es sind viele Läufer auf dem Weg zu den Toren des Beckens, glaube ich. Ganz genau. Und zu den Toren wollte ich ja ohnehin. Ich muss mit Val sprechen. Ich wusste, dass du anders bist, Aloy, aber... Aber was? Ich glaube, du bist ein Segen der Urmutter. Egal was, Rash... Danke, Junge. Danke, Tab. Aber ich muss jetzt los. Das musst du. Ich denke an dich.
So, erstmal looten. Läuferherz, alles gut. Und wenn ihr es zusammenflicken müsst, macht hin! Oh, und ich brauche Heilung. Ich habe zwar Tränke, es gibt Tränke auch in diesem Spiel, aber ich denke, man kommt auf der Schwierigkeitsstufe normal, wie wir das halt hier zocken, ziemlich gut einfach mit den mit der normalen Heilung klar. Deshalb benutze ich Tränke eigentlich eher selten. Die Tränke machen sofort voll, genau. Hat man jetzt gerade gesehen. So, teste das Überbrückungsgerät an einer Maschine. Überbrücke einen Läufer. Gerät testen. Ich will wissen, was es kann. Man das hier? Was kann der denn nochmal? Der hat so ein komisches Symbol, da dieses Geweih mit dem Fadenkreuz da drin. Ich weiß nicht genau, was der kann, aber wir werden jetzt erstmal. Oder komm, ich rede nur mit dem. Okay, da sind wir ein Händler. Okay, gut. Ich dachte, der hätte irgendwie eine Quest oder so, weil es gibt später. Da kann ich mich noch dran erinnern. Hier ist Olara, deine Schwester. Oh, muss ich jetzt wieder jemandem helfen, oder? Weil man kann später. Gibt es irgendwo so eine Art Jagdwettbewerb oder so? Und ich werde jetzt mal eben ein bisschen vapen hier. Und da muss man halt verschiedene Viecher töten und ich dachte, der hätte jetzt auch schon irgendwie so eine Quest oder so, aber hat er anscheinend nicht. Starker Schneefall. Die Welt wird weiß. So, ich brauche ein bisschen Heilung, deshalb muss ich die ganze Scheiße hier mitnehmen. Ah, Leute, ey, das wird. Also. Läufer. Okay. An ihnen kann ich das überbrücke Läufer, die du als Reitmaschine benutzen willst. Aha. Indem du dich ihnen unbemerkt näherst und bei Aufforderung Dreieck gedrückt hältst. Okay. Das werden wir jetzt mal machen. Der hält sich natürlich schon extra irgendwie an so einem Busch auf, wo wir uns drin verstecken können. Das werde ich noch brauchen. Der hat irgendein anderes Problem hier, der Bastard. So, überbrücke einen Läufer. Als ob der da hinten mich sieht. Leute. Der ist so weit weg, ich muss mal eben vapen, ey. Als ob der mich schon wieder so sieht. Oh scheiße, der da sieht mich. Also ich muss mich halt jetzt anschleichen. Das Problem ist, ich glaube, irgendeiner sieht mich immer, wenn ich mich anschleiche. Nein, okay. So. Okay, dann mal los. Jetzt mach schon. Jo, da haben wir ihn. Und jetzt können wir reiten, Leute. Hey, also, braver Junge. Das ist schon besser. Ja! 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 Lauf! Okay. Mit R1 können die sogar angreifen. Finde ich auch sehr cool. Rede mit Wahl. So, und jetzt können wir reiten. Auch sehr, sehr geil gemacht halt, dass man darauf reiten kann. War aber ehrlich gesagt von vornherein zu erwarten, weil heutzutage im Rollenspiel Reittier eigentlich eine Selbstverständlichkeit ist. Ich sollte noch andere Maschinenarten überbrücken. Man kann vermutlich nicht alle Reitgeräusche direkt vor den Toren. Seid vorsichtig! Die Tore scheinen zerstört zu sein. Wahl, nicht wahr? Habe ich geträumt? Oder bist du auf diesem Läufer durch das Tor geritten? Bin ich. Ist schwer zu erklären. Dachte ich mir. Es sind seltsame Zeiten für uns Überlebende. Ich kenne dich, natürlich. Aloy, die Gewinnerin der Erprobung. Schön zu sehen, dass du überlebt hast. Erzmutter Tirsa sagt, du kennst den Weg nach Meridian. Die Hauptstadt des Kaja-Sonnenreichs?
Du suchst Zuflucht? Nein, ein Verräter namens Olin. Die Mütter machten mich zur Sucherin, damit ich ihn finde. Du solltest nach Norden gehen, nach Mutterkrone. Falls du schaffst, sprich mit Maria, sie zeigt dir den Weg. Falls ich schaffe? Der Weg ist gefährlich. Seit dem Massaker am Kriegstrupp sind unsere Lande unbewacht, die Grenzen ungeschützt. Wir haben keinen Kriegsherrn, der uns führt. Macht das nicht Rash? Nur weil Sona verschwunden ist. Ich würde sie selbst suchen, aber sie befahl mir, dieses Tor mit meinem Leben zu beschützen. Und das tue ich. Gefahren jenseits des Beckens, die Erprobung, Massaker am Kriegstrupp, die Kriegsherrin. Ich muss jetzt gehen. Das werden wir sagen. Ich sollte jetzt gehen. Aloy, bevor du nach Mutterkrone und darüber hinausreist, könntest du vielleicht zuerst nach Sona suchen? Der Stamm braucht ihre Führung. Ich würde sie selbst suchen, aber sie befahl mir, dieses Tor um jeden Preis zu schützen. Wo war sie zuletzt? Am Ort des Kriegstruppmassakers. Eine waldige Niederung gegenüber von Teufelsdurst auf dieser Flussseite. Dort kannst du vermutlich ihre Spur aufnehmen. Sie suchte die Mörder, die Erprobung angegriffen hatten und jene töteten, die wir liebten und die dich töten wollten. Ich verstehe, Val. Ich tue, was ich kann. Ja, wir sind heute mal wieder ganz hilfsbereit drauf, Leute. Rede mit Maria in Mutterkrone. Oh, das ist einfach 1000 Fuß entfernt. Ich denke, das sind keine Meter. Ich weiß das aber ehrlich gesagt nicht. Die Spur der Kriegsherrin. Sona, genau, die werden wir befreien. Ja, die werden wir befreien. Quest aktivieren. Immer im Becken. Die Welt ist größer geworden. Aber auch gefährlicher. Und ich glaube, ich reite jetzt nicht. Weil, keine Ahnung, ehrlich gesagt. Also man hat hier auch die Möglichkeit, jederzeit sein Reitvieh zu holen. Das ist halt immer zugewiesen, bis es stirbt oder ja, bis es stirbt eigentlich oder bis man ein anderes nimmt. Aber das ist. Ich werde trotzdem laufen. Und das ist eine Sache, die finde ich sehr geil, wenn ich das in diesem Maße empfinde, sag ich mal. Weil, ich sag mal, das Spiel hat ja irgendjemand entwickelt und der wird sich ja bei der. Oh, scheiße. Der wird sich ja bei der Landschaft auch irgendwo was bei gedacht haben. Ja, hier ist ja irgendwo. Gibt es hier vielerlei Sachen, die irgendwie entdeckt werden wollen. Und ich denke, wenn man da ruckzuck dran vorbeireitet, dann verpasst man halt viel. Und deshalb laufe ich gerne durch Rollenspiel. Leider hat sich im Laufe der Jahre herausgestellt, dass es halt oft sehr, sehr langweilig sein kann, wenn man einfach oder sehr, sehr lange dauern kann, tatsächlich, dass sich das einfach zieht, wenn man durch die Landschaft läuft und nicht reitet oder schnell reist. Hier ist übrigens jetzt ein Quest-Tiny und den werden wir mal ansprechen. Geht es dir gut, Jäger? Wurdest du beim Kriegstruppangriff verletzt? Nicht wirklich. Und ich bin kein Jäger oder Krieger. Aber du siehst auch nice aus. Niemand. Du solltest nicht mal mit mir reden. Wer immer du bist verletzt. Was ist passiert? Ich heiße Cran. Ich wollte mich an den Prüfungen im Jagdgebiet hinter der Anhöhe versuchen, um, naja, besser zu werden. Es, lief nicht so gut. Moment, Moment. Ich sollte nicht mit dir reden. Du wurdest in einem Jagdgebiet verletzt? Wie? Also, ich zielte gerade auf den Behälter auf dem Rücken eines Läufers, da riss meine Bogensehne, ich stolperte und... Ach, vergiss es. Es war nicht schön, okay? Ich wollte nur etwas trainieren und wo geht das besser als in einem Jagdgebiet? Dort gibt es Prüfungen, fast richtige Herausforderungen und man bekommt Abzeichen, wenn man Ziele oder bestimmte Zeiten erreicht. Der Aufseher ist auf dem Hügel dort, da im Norden. Frag ihn wegen einer Prüfung. Du bist bestimmt besser als ich. Ich muss jetzt los, Cran. Okay, sei vorsichtig, besonders Richtung Norden. Und schau im Jagdgebiet vorbei, wenn du trainieren willst. Ich glaube, das ist sogar so ein Teil, was ich vorhin angesprochen habe, Leute. Genau, wo man halt diese, ihr seht das hier auf dem Bildschirm, wo man diese Zeiten braucht, im Prinzip einfach Viecher zu töten, um das auf den Punkt zu bringen. Und, ja, das kann man auch machen, ich weiß gar nicht, ich glaube, ich habe das, das war die einzige Sache, die ich so nicht gemacht habe bei meinem ersten Durchspielen von dem Game. Oder habe ich das gemacht? Ich weiß nicht, ehrlich gesagt.
So, genau. Und jetzt sehen wir hier auf der Karte dieses Jagdgebiet. Und da kann ich mit dem Heini reden. Und das sieht so aus, als müssten wir hier richtig schön... Ah, hier kann man klettern. Speichern. Mit dem kann man halt jetzt reden. Ich sprach mit Kren. Er sagte, dies sei ein Jagdgebiet, um sein Können zu testen. Armer Kren, nicht der beste Jäger, aber das macht ihm nichts aus. Hm, trägst ein Sucherzeichen. Ich dachte schon, die gibt es gar nicht. Du hast tatsächlich die Erlaubnis der Stammmütter, das heilige Land zu verlassen? Ja, aber ich wäre sogar ohne die Erlaubnis gegangen. Wirklich? Dann können wir vielleicht offen reden. Es ist so, ich bin hier für die Kaja. Ich vertrete eine Organisation namens Jägerloge. In Meridian. Wir testen das Können junger Jäger an Orten wie diesem. Du könntest genau die Person sein, die wir suchen. Versuch dich doch mal an den Prüfungen. Doch damit eins klar ist. Ich würde begrüßen, wenn du unsere Unterhaltung geheim hältst. Besonders gegenüber den Stammmüttern. Ja. Ich würde sagen, wir kommen direkt zum Punkt und starten einfach mal die Prüfung. Was ist die Jägerloge? Und ich bin aus Versehen auf Eine das andere von gekommen. Jägern, die als Wettkampf die mächtigsten Maschinen vernichten. Geführt von den Kaja in Meridian. Du wirst sie treffen, ja, wenn du... Tut mir leid, Freunde, wir gehen auf Prüfung starten. Entscheide dich. Welche Prüfung interessiert dich? Ich erkläre sie dir. Nur Teileprüfung, Holzstapelprüfung, Sprengdrahtprüfung, Fragen. Nein, nur, ja, wir machen aber nur Teile. Teste dein Geschick mit Pfeil und Bogen, indem du möglichst schnell Teile von Graserrücken abschießt. Ich bin gespannt, wie du dich anstellst. Ich bin soweit. So. Gut, dass wir Stufe 16, dass uns Stufe 16 empfohlen wird. Und wir Stufe 8 sind. Ich meine Stufe 8. Wisst ihr was? Das ist, glaube ich, scheiße. Habe ich jetzt ein Jagdgebiet? Wenigstens. Wir werden es mal versuchen. Das sind Graser da vorne. Für die Loge. Ich habe das doch jetzt markiert. Bestehe drei Prüfungen. Ja, okay, aber. Ich bin vom Schneematsch schon total durchnässt. Ja, und wir müssen halt jetzt Teile abschießen. Oh, aber erstmal ist hier so einer. Und so einer. Und die hauen halt einfach ab. Die scheiß Feigenwichser. Ich finde auch immer dieses Geräusch geil, wenn was kommt, wenn man so ein empfindliches Teil getroffen hat. Weil ich natürlich, ich glaube, das wird bei einmal bleiben, bei dem Vieh hier. Genau das. Und einmal ins Auge, dann ist er schon weg. Aber es geht halt darum, diese Dinger abzuschießen. Munition. Aber ihr seht, keine Munition zu haben ist halt kein Problem in diesem Game. Man kann einfach, man drückt einfach L1 und im Prinzip einfach X, hält X gedrückt und dann macht er Pfeile und das dauert 2-3 Sekunden oder so. Deshalb nervt das einfach nicht, dieses Feature zu haben. Ja, aber wertet der die Prüfung jetzt schon oder nicht? Aber den zweiten habe ich einfach einen Headshot gegeben. Ungewollt, ehrlich gesagt. Wieso rennt ihr denn weg? Ey, ihr seid doch in der Überzahl. Ihr könnt mich doch locker killen, ey. Komm her, ey. Komm, bleib doch. Was ist los mit den Viechern?
Ich glaube einfach, das, was ich hier mache, zählt nicht. Wird gerade nicht gewertet für diese Scheißprüfung. Ich glaube, das ist einfach total umsonst. Ich werde jetzt nochmal zu dem Heini gehen und... Aber ich bin doch auf Prüfung starten gegangen, oder? Wo ist er jetzt? Wo war der? So weit bin ich noch nicht gelaufen. Da. Ja, wo ist sie? Hä? Bin ich blind? Wo ist denn die Flagge jetzt? Die ist oben nicht auf dem Kompass? Und die ist doch auch nirgendwo im Bild. Oder bin ich jetzt blind? Nein! Ja, da hat ja viel Sinn, hier die Flagge hinzusetzen, Freunde. Ja, egal. Einfach in die Richtung. Hier, die rennen ja eh weg vor dem Volkatschis zu haben. Oh, anscheinend können die doch attacken. Ja, ich bin durchaus ruhig. Ein bisschen aufgebracht, dass die Quest irgendwie nicht angenommen wurde. Also, dass ich die Scheiße gerade umsonst gemacht habe. Aha, jetzt sehe ich den Fall. War der vorher da? Keine Ahnung. Hier bist du? Junge, ich bin gerade echt gereizt, Alter. Verpiss dich, Alter. Du bist nicht tot und du bist einfach nicht tot. Ach nein. Ich höre was. Irgendwann ist er auf mich zugerannt gekommen, ey. So. Ja. Boah, ich muss einfach wieder da hoch, ey. Ja, wieder hier hoch. Mein Gott, warum gibt es hier nicht einfach eine Treppe? Oder einen Aufzug, ey? Nein, du bist halt nicht. Du bist halt. Woher erzählst du? Oh, du machst nicht mehr weiter? Kein Problem. Ist das denn sein Ernst? Jetzt. Teste dein Geschick mit Pfeil und Bogen, indem du möglichst schnell Teile von Graserrücken abschießt. Prüfung annehmen. Viel Spaß. Die Zeit läuft, wenn du eins der Seile runterrutscht. Dann habe ich doch gerade auch gedrückt, oder? So. Ich rutsche jetzt hier runter. Aha, da läuft die Zeit. Die war doch gerade nicht da, oder? Oder bin ich doof, ey? Scheiße. Wieso bewegst du dich denn so viel? Dito, Junge, hau ab. Noch einer. Das reicht doch mal. So, jetzt zu euch. Headshot, ey. Ja, schon einen. Es geht also nur darum, diese Behälter zu treffen. Ich weiß nicht, wie viel ich treffen muss. Ach so, okay. Ich bin aktuell noch bei Gold. Bis 1 Minute 30 brauche ich 10 Stück. Das wäre natürlich auch echt cool, wenn die nicht immer abhauen würden, die Scheißviecher. Und der Wecker klingelt. Ich kann gerade nicht auf ausdrücken, Leute. Ihr müsst jetzt leider mit dem Geräusch leben. Du kleiner Wichser, Alter. Ich dachte, ihr greift mir an.
Der ist hartnäckig. Genau wie der Wecker. Aber das haben wir Wecker so an sich, ne? Ja, jetzt ist gut. Und das ist auch verflucht scheiße. Jo, Leute, wir sind durch. Wir haben wohl alles geschafft. Ich krieg nichts mehr angezeigt. Prüfung abgeschlossen, okay. Ich weiß nicht, ob mit Gold oder so. Kann ich jetzt nicht sagen. Und ich bin mir auch total sicher, dass man sich halt mal zu diesen scheiß Feuern schnell reisen konnte. Was jetzt ziemlich nützlich wäre. Wir werden eben noch dahin rennen und die Quest abgeben und dann ist vorbei. Glaube ich in die richtige Richtung. Ja, ungefähr. Ja. So. Diese Glutsonnen sind sehr selten. Sehr gut. Unverdient. Teste dein Geschick mit Pfeil und Bogen. Warte. Ich muss gehen. Komm wieder, ja, wenn du willst. Ich hätte es nicht besser sagen können, Leute. Ich muss gehen. Das war Folge Nummer 5. Wir sehen uns wieder beim nächsten Hiss-Didde am Donnerstag. Bis dahin bleibt schön fresh und ich bin raus. Haut rein.